Okay. So gut, so lautlos, wie wir bis jetzt waren, geht's jetzt mal weiter, die Treppe hoch. Also wir müssen aufpassen, weil hier könnte jeder ständig hinter irgendeiner. Nature track. Okay, that should get me out of here. Okay, der Wanderpfad. Life the. Ich kann gar nicht lesen. Wildlife, Walk. Irgendwas mit Walk. Wer die genaue Übersetzung kennt, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann es gerade absolut nicht lesen. Und da sollen wir hin? Scheinbar geht es auch wirklich weiter. Da können wir dran balancieren. Aber ich sehe gerade. Oder spinne ich? Lag da nicht was? Ach nee, das ist nur ein Glitch oder so. Ja, so kann man sich auch irritieren. Ja, Ellie, du schaffst das, du bist stark. Ach, stimmt ja. Ah, das habe ich ganz vergessen gerade. Sie kann ja nicht schwimmen. Deswegen dürfen wir ja gar nicht ins Wasser. Obwohl ich mit dem Gedanken gespielt hätte, schwimmen zu gehen. Wir hören das Knacken, das ist auch ganz toll gemacht. Also dieses, wenn man über bestimmten Bodengebiet läuft, dass es verschiedene Geräusche erzeugt. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur aufpassen, sonst kein Steinschlag erwischt. Oder irgendjemand von oben sieht. Aber momentan sieht es ja noch relativ gut aus. Okay, egal. Lassen wir das. Boah, ist das schön. Kalt, aber sehr schön. Na, wollt ihr auch in so einer Umgebung Urlaub machen? So. Kann ich das so machen? Oh ja. Sehr schön. Ellie posiert gerade. Schick. Oh, hier hat es irgendjemand erwischt. Wen hat es da erwischt? Wir müssen aufpassen, dass von oben keiner geschossen kommt. Also das hat niemanden hier erwischt. Ich dachte, es wäre so ein Grabstein. Aber nein, das war einfach nur der Wegweiser für Naturfahrt. Komischer Naturfahrt übrigens. Okay. Bis jetzt geht es uns gut. Wir schlagen uns gut durch. Line? What a line. Don't cross the line oder sowas. Okay, durch die Röhre geht's nach draußen. Da gibt's noch eine Röhre. Hier geht's hoch. Wagen wir einen Blick? Kurzen? Ja, wagen wir. Was ist das? Hier hat jemand seinen Pulli liegen lassen? Ein Comic. Negentrophie? Was ist Negentrophie? Negentrophie. Hm. Vergrößern wir das Ganze und lesen diesen Savage Starlight Comic. Umdrehen, lesen, Buch. Ach, Negentrophie. Dann Captain Ryans Führerschaft und Danielas technischem Wissen wurden die Überfälle der letzten Wacht noch waghalsig. Ja. Entschuldigung. Wird sie als Wissenschaftlerin es aushalten, ihre Gabe für die Vernichtung einzusetzen? Das werden wir nie herausfinden, denn dieser Comic ist fiktiv, bis ihn irgendjemand dann doch umsetzt. Ja, egal. So, genug Waldspaziergang hier auf Sideways und whatever. Wir versuchen hier weiterzukommen. Ich habe nur Angst. Angst um ihr Leben. Angst um Joels Leben. Hier können wir was schieben? Müssen wir auch, um da durchzukommen? Not this way. How the hell do I get out of here? Da durch das Rohr, das ist schon klar, aber theoretisch könnte sie auch rüberklettern. Mal so davon abgesehen, aber here we go. So soll das wahrscheinlich nicht sein. Jeez. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Oder laut, wollte ich eigentlich sagen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Was? Warum sind denn hier Beine? Das sind keine Beine, oder? Das habe ich mir jetzt gerade eingebildet, oder?
Ja, das habe ich mir eingebildet. Ah, das hier, von hier sah das kurz aus wie Beine, aber das ist einfach nur Müll, Gott sei Dank. Das wäre ganz schön krank, wenn das was anderes wäre. Als das, was es zu sein schien. Was es ist, meine ich, als Müll. Wo sind wir denn hier? That's the way back. Hang in there, Joel. Wo ist denn da der Weg zurück? Weiß ich nicht. Oh Gott, ja. Und jetzt tauchen sie aus dem Nichts auf, die Leute. Das wäre klassisch, weil, ja, muss ja sein. Okay, wir nehmen den unteren Pfad. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich hier runter sollte. Nein, ich kann hier gar nicht runter, Gott sei Dank. Das erspart uns ein bisschen Schrecken und Übel. Das Haus ist doch sicherlich gut bewacht. Und wir nähern uns langsam auch dem Shining. Das war nämlich doch auch so ein Gästehaus. Sieht nämlich genauso aus. Okay, ich weiß, ich bin übervorsichtig. Mir egal. Muss sein. Okay, ich habe jemanden gehört. Oh, fuck. Entschuldigung. Einmal fuck darf ich doch wohl noch sagen, oder? Okay, zur Not können wir was gegen den Kopf werfen. Komm schon! Die! Oh. Oh. Meine Güte, Ellie, du Monster. Entschuldigung. Nicht mal Joel war so grausam. Was das Abstechen angeht, aber Abstechen ist auch wirklich sehr, sehr übel. Wenn man dafür die Fähigkeit hat, okay, Überlebenskampf ist vielleicht ein anderes Dingens, aber so jemanden abzustechen, das geht doch gar nicht. Nein, er wird dich nie wieder hören, es sei denn, du gesetzt dich zu ihm ins Jenseits. Wo bist du denn, Kerl? Wir haben jetzt eine gänzlich ungünstige Position angenommen. Oh, die sind gleich zu zweit. Mist. Vielleicht kann ich die ja ein bisschen aufheizen. Oh, holy shit. Nee, das geht leider nicht. Okay. Sie haben ihn gesehen und doch nicht gesehen. Mist. Where the hell is she? Motherfucker. Okay. Lief bis jetzt ja ganz gut. Und wenn der hier dann rüber geht, springe ich hoch und steche das miese Schwein ab. Ja, so viel zu dem Thema, abstechen ist voll grausam und so, aber... Gott, der hat's verdient. Fuck. Come on. Verdammte. Yeah. Wo ist der hin? Ich weiß, der wollte mich umlaufen. Aber die Genugtuung gebe ich ihm nicht. Okay, da ist er. So. Verdammter Mistkerl. Bösewicht, Schuft. Schuft, Schuftschwein. Schufterich. Schuftler. Mir fehlen die Worte. Aber ich glaube, wir sind erstmal wieder sicher. Wir haben ganz schön gewütet.
ihr kleines Ding. Ihr kleines Mörder-Ding. Ihr kleines Mörder-Ellie-Ding. Aber... was haben wir das getan? Mit Recht. Sie trachten mir nach dem Leben, uns nach dem Leben, Joel und mir. Dabei haben wir uns eigentlich nur verteidigt. Und vor allem, sie wollten selber schuld, weil sie nicht auf den Befehl von David gehört. Ich will mal Dave sagen. Okay, Entschuldigung, ich habe ihm, glaube ich, den Kopf weggepustet. Sorry. Cruel. Also, nicht cool, sondern grausam. Fuck, der hat meinen Pfeil. Entschuldigung. Entschuldigung für die Schimpfwörter, die eigentlich ab 18 erlaubt sind. Aber ich muss ein bisschen kreativer werden beim Fluchen. Ich kann nicht immer Fuck sagen. Vielleicht sollte ich sagen sowas wie Schnubbeldu oder Hubbel, Hubbelwubbel oder du allmächtiger Fingerfüßler. Was auch immer ein Fingerfüßler ist. Aber wir sehen hier gerade, wir kommen hier nicht weiter. Cool, ein Quad. Ja. Ich glaube, wir müssen da hochklettern. Aber bis jetzt haben wir uns ganz gut geschlagen. Wir haben ja auch noch eine Flasche. Flasche. Da kommen wir nicht weiter. Wir könnten jetzt noch hier hinten dran vorbei. Gucken, ob es hier noch was gibt. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Ich komme ja da aufs Dach, deswegen... ja, das könnte ich jetzt auch noch da reinschieben. Moment, aber ich komme doch da woanders auch durch, oder nicht? Ich meine, ja klar, ich könnte das jetzt hier hinschieben und hier unten ist auch noch... hier sind so viele Eingänge. Ist die Frage, welchen ich nehme. Von oben nach unten? Von unten nach oben? Mal gucken, ich müsste eigentlich auch hier hochkommen. Das war nämlich mein erster Gedanke. Ich gehe, glaube ich, durch den Keller rein. Durch den Keller ist es, glaube ich, mir angenehmer, weil, ja. Kann man, hat man wenigstens keine Etage zwischen sich oder was auch immer. Ich zeige aber euch mal die Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr hättet da reingehen können. Ihr hättet das gute Ding hier auch nehmen können. Und dahin schieben. Hier. Und dann könntet ihr da reinspringen. Es hätte sich nichts genommen von der Richtung. Oder die viele elegantere, wollte ich sagen. Die alle, Deutsch nicht ganz sprach. Die etwas elegantere Variante ist die hier. Meiner Meinung nach. I don't want to get trapped in here. Ey, wir haben hier einen perfekten Rückhalt. Die können uns gar nichts hier machen. Und wir sitzen auch nicht in der Falle, wenn sie das meint, dass wir das tun. Finde ich zumindest. Können wir noch ein bisschen hier werkeln. Sehr schön. Nehmen wir den Lappen mit. Aber wir sehen gerade, dass wir hier alleine sind. Okay. Ich glaube, wahrscheinlich da würde es rausgehen. Ja, hier sehen wir das nochmal. Da hätten wir überall reinspringen können und so weiter und so fort. Aber wir nehmen uns mal kurz die Zeit, um hier ein paar Sachen wieder zu erwirtschaften. Klingen. Ey, wie viele Klingen es hier gibt. Aber Lappen kann ich keine mehr nehmen, oder? Kann ich hier noch irgendwas kredenzen? Doch, kann ich. Mach ich mal. So. Dann nehmen wir nämlich alles mit, was wir können. Drei Molotows haben wir jetzt auch. Sehr schön. Sehr schön. Dann gehen wir hier nochmal rein. Hoch. Gucken, ob es hier noch irgendwas liegt. Der Spalte, nein. Gut ist nicht. Das heißt quasi... ich bin mal... ich hoffe schlau genug, dass ich nicht da durchgehe, durch die Tür. Und nur hier hingehe. Alkohol. Macht Birne hohl, aber auch alles voll.
Unsere Bestände hoffentlich. Hier scheint es still und ruhig zu sein. Momentan. Aber ich traue dem Frieden generell nie. Verdammt. Warum haben sie uns denn jetzt gesehen? Ach, da. Habt ihr sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Ist da... Kommen die jetzt? Gehen die jetzt rein oder nicht? Muffin, hat er gesagt. Ich habe es genau gehört, er hat Muffin gesagt. Er will jetzt einen Muffin haben. Nein, dem werde ich einen Muffin bereiten, ey. Mit einer schönen Füllung. Aus Blut und Eiter vielleicht. Nothing. Nothing compares to you. Oh, ich fühle mich gerade voll in der Falle. Ah, ich wollte hier hochgehen. Geht aber nicht. Wo sind die zwei hingelaufen? Nicht, dass sie mich umrunden. Hä? Von da haben sie geschossen? Aber ich habe doch da alle ausgeschaltet. Oh nein. Ich hoffe nicht, dass das nie endende Schwärme von Handlangern sind. Ich sollte aufhören, immer mit der Waffe hier rum, mit der Flasche hier rumzulaufen. Oh, da habe ich jemanden gesehen, oder? Oder habe ich mich da geirrt? Kann ich auch nur noch von Deckung zu Deckung kriechen? Ist es halbwegs sicher? Mann! Zeigt euch doch, ihr Schweine! Okay, das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Fuck! Entschuldigung! Ah, nein, du kriegst mich nicht! You gotta pay for that! Verdammter Mieser Penner. Pay for that. You're gonna pay for that. Ihr alle werdet dafür bezahlen. Ich konnte leider nicht so schnell reagieren. Nur weil ich meine Flasche nicht dabei hatte. Mann, wo sind die denn? Wie kommen die hier rein? Oder sind die von da runtergesprungen? Ich habe keine Ahnung. Ich will hier doch nur raus. Mehr will ich nicht. Vielleicht kommen wir ja... Oh. Okay, sehr gut. Vielleicht kommen wir ja hier raus. Durch diese Tür. Eine andere Möglichkeit weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Bis auf hier irgendwie rumklettern wie Nathan Drake. Könnte man machen, so von Kronleuchter zu Kronleuchter, über die Dachbalken hinweg und so weiter und so fort. Wäre eine Möglichkeit. So, der Weg hört hier auf. Dann müssen wir hier wohl raus. Ob wir hier zu Joel kommen? Ich hoffe schon. Na komm schon, geh auf. Geh auf. Ach, da ist er. Verdammter David. Keep him alive here. Was ist mit seinen Leuten los? Nein. Oh nein, er hat Ellie. Verdammter Schweinehund.